Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen, auch im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung. Es ist mir eine große Freude, wieder eine Veranstaltung gemeinsam mit Michael Siska und den Freundinnen und Freunden des Lausanne-Zentrums eröffnen zu dürfen. Und erneut ist es mir eine Freude, natürlich unsere Generalkonsulin hier in Breslau und in den vielen Woiwodschaften herum, Frau Elisabeth Wölbers, entsprechend begrüßen zu dürfen. Natürlich auch unsere Freunde aus Görlitz. Und ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut, dass wir eben nicht nur eine rein polnische Veranstaltung machen, sondern dass wir eben eine polnisch-deutsche Veranstaltung machen. Denn das ist ja auch im Wesentlichen das Ziel der Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung, den deutsch-polnischen Dialog voranzuschreiben und die deutsch-polnischen Beziehungen zu vertiefen. Heute bringt uns ein Thema zusammen, das den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, zu denen ich ja auch zähle, und die Friedrich-Ebert-Stiftung zählt ja zu der Familie der deutschen sozialen Demokratie, uns natürlich am Herzen liegt, denn die Reflexion über die Geschichte der Sozialdemokratie ist ganz besonders wichtig, um die Kompassnadeln auszurichten, auch auf die Bewältigung von Gegenwart und von auch wenn es darum geht, Mehrheiten in der Bevölkerung in Wahlen zu erringen, und politische Parteien sind dafür da, Mehrheiten zu erringen im Wettbewerb und dann ihre Vorstellungen in den Gesellschaften auch politisch umzusetzen, hat etwas damit zu tun, zu definieren, was ist heutzutage in der Gegenwart, was heißt Sozialdemokratie. Dieses sind ständige Aufgaben für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Deutschland und natürlich also auch in Polen. Und wir wollen uns deshalb mit der Frage Erbe und Auftrag im Wandel der Zeiten entsprechend befassen. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass mit Dr. Heinrich Potthoff, ein ganz renommierter Wissenschaftler aus Deutschland, der sich mit der Geschichte der Sozialdemokratie in vielfältiger Form, in vielen Artikeln, aber vor allen Dingen mit dem Standardwerk, dem deutschen Standardwerk, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands 1948. Die letzte Ausgabe, überarbeitete, aktualisierte Ausgabe, ist die auf Englisch, die bis 2005 geht, die er zusammen mit der werten Professorin Susanne Miller, die leider vor 7 Jahren bereits gestorben ist, im Alter allerdings von 92 Jahren veröffentlicht hat. Dieses Standardwerk ist heute weiterhin in Deutschland für die Betrachtung der deutschen Sozialdemokratie von großer Bedeutung. Ich freue mich auch ganz besonders, dass Herr Piskawa, der eine Biografie zu einem Sozialdemokraten Mieczysław Niedzierkowski geschrieben hat, Entschuldigung, dass meine Sprachmäßigkeit hier mich etwas verlassen, zu uns gestoßen ist, um eine entsprechende Sichtweise aus Polen, der polnischen Sozialdemokratie hinzuzufügen. Lassen Sie mich noch anmerken, dass dies natürlich nicht nur eine Frage einer historischen Arbeit ist, die wir gemeinsam leisten, auch im Geiste der sozialen Demokratie, sondern es schon einzuordnen ist und auch die Aufgabe der Friedrich-Ebert-Stiftung, mit den polnischen Freundinnen und Freunden gemeinsame Erinnerungsarbeit zu leisten. Und es ist natürlich immer wieder eine Frage, dass wir uns gemeinsam mit unseren Partnern aktuell beschäftigen über die Fragen, die sich beschäftigen mit der deutschen Besatzung, mit den Gräueltaten der Deutschen in Polen, aber auch weiter zurückliegende Fragen, die immer und ständig in Erinnerung gehalten werden müssen, damit Freiheit und Demokratie und Respekt voreinander entsprechend also auch gelebt werden können. Aber tut man diese schweren Zeiten einmal beiseite, dann tauchen große und viele Felder Gemeinsamkeiten auf, die doch von außerordentlicher Schönheit sind und die vor allen Dingen auch von großem Interesse sind. Und da sieht man zum Beispiel, dass Sozialdemokratie in Polen und die Geschichte der Sozialdemokratie in Deutschland gar nicht voneinander zu trennen sind. Dass es Persönlichkeiten gibt wie Rosa Luxemburg und andere, die der einen wie der anderen Sozialdemokratie auch entsprechend zugeneigt und auch teilgenommen haben. Deshalb freue ich mich darüber, dass wir uns heute mit diesen Fragen befassen und uns mal in die Vergangenheit begeben, um auszuloten, inwiefern heute sozialdemokratische Politik entsprechend, wie sie sich gestalten könnte. Nur zum Abschluss, Sozialdemokratie ist, glaube ich, ein Konzept und ein Politikstil,
der zutiefst ein europäischer Politikstil ist und zu Europa auch entsprechend gehört. Ich wünsche unserer Veranstaltung Erfolg und Ihnen einen schönen Abend hier mit uns zusammen und ich hoffe nach den Vorträgen auf eine rege Diskussion.